Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Service-Magazins. Heute mit unserer Flexi-LED-LED-Rundumleuchten-Serie. Die Flexi-LED gibt es im Prinzip in zwei Ausführungen. Einmal die Flexi-LED S als Single-Stack oder einfach und die Flexi-LED D als Double-Stack oder Dual, wie auch immer man das dann bezeichnen mag, im Prinzip dann die doppelstöckige Ausführung. Ja, im Prinzip, was Sie hier sehen, sind im Endeffekt dann die unterschiedlichen Ausführungen bereits. Die Flexi-LED gibt es in den Standardfarben Blau und Gelb, sowie in einer Dual-Color-Ausführung, also zweifarbig umschaltbar, Blau auf Gelb. Im Prinzip von den Montagen her, Sie haben ganz normale Magnetmontage, die bei diesem System bis zu 220 Stundenkilometer geschwindigkeitsgeprüft ist. Sowie natürlich auch ganz normal Fixmontage, also Dreipunktmontage oder Aufsteckmontage, flexibel und starr gemäß der DIN-Norm mit DIN-Zapfen. Bezüglich der Haubenfarbe, ich glaube, das ist auch hier gut zu sehen, Sie haben im Prinzip einmal blaue Hauben, Sie haben orange Hauben oder gelbe Hauben und dann natürlich transparente Hauben. Die Dual-Color-Ausführung gibt es natürlich ausschließlich in einer transparenten Optik, würde andersrum natürlich keinen Sinn machen. Die Leuchte ist sehr robust, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben im Prinzip zwei Blitzfolgen. Wir haben hier einmal, weil das hier gerade aktiv ist, wir haben hier im Endeffekt einmal den Doppelblitz und wir können hier umschalten auf einen Einfachblitz. Ja, wie gesagt, die Anlage, die Systeme sind je nach Konfiguration haben Sie mindestens oder erfüllen Sie mindestens eine ECR 65 Klasse 1 Zulassung, die doppelstöckigen dann sogar Klasse 2, respektive auch die einzelstöckigen. Aber wie gesagt, hier muss man aufpassen, hier gibt es unterschiedliche Ausführungen, die unterschiedliche Zulassungskriterien erfüllen. Bei Fragen oder Unklarheiten bitte an uns wenden. Ja, dann das war jetzt die blaue. Ganz normal auch hier Zigarettenanzünderstecker, ja, mit Ein- und Ausschalter für die unterschiedliche Leuchtenaktivierung oder Blitzfolgeaktivierung. Dual-Color habe ich jetzt keine da momentan, aber bei der Dual-Color-Ausführung auch hier wäre es so, dass Sie im Prinzip zwei Schalter haben und jeder Schalter eine Farbe getrennt betätigen kann. Dann schauen wir uns jetzt noch schnell die anderen an. Hier haben wir einmal zum Beispiel die Ausführung in Orange oder in Gelb. Ich werde jetzt hier auch einfach mal kurz anstöpseln. So, auch hier glaube ich sehr gut zu sehen, dass wir hier wirklich auch aufgrund dieser Doppelstöckigkeit eine sehr gute und homogene Leuchtverteilung haben und auch dementsprechend eine helle Lichtausbeute. Naja. Ich glaube, das sieht man, kann man, glaube ich, ganz gut so schon sehen. Ich weiß, ihr wollt alle Blitzmuster sehen oder die Leuchten sehen. Wir werden hier einfach das ein bisschen durchprobieren. Natürlich eine Besonderheit bei den Leuchtern ist einfach aufgrund der Tatsache, dass sie italienischen Hersprungs sind, ist dieser dieses Stationary, das heißt dieses einfach gedimmte Leuchten, ja, was in Italien zur Pflicht gehört oder zur Pflichtausrüstung gehört. Bei uns wird es nicht benutzt, aber diese Option gibt es natürlich, die können wir nicht wegtun, die hat die Anlage. Aber wenn man jetzt hier umschaltet, dann auch hier wieder doch eindeutig sichtbar eine gute Lichtverteilung und durchaus helles Leuchtmuster. Von der LED-Bestückung auch hier, wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Typen, die unterschiedlichste Zulassungskriterien erfüllen. Gelb und Blau haben nie die gleiche Anzahl an LED-Modulen. Wir haben teilweise bei den Systemen nur 9 blaue und dafür 12 gelbe LEDs. Das liegt einfach in der unterschiedlichen Lichtausbeute der Einzel-LEDs. Und deswegen, wie gesagt, kann es passieren, dass die gelbe Ausführung mehr LEDs drinnen braucht, um die gleiche Zulassung zu erfüllen. Was allerdings der Helligkeit keinen Abbruch tut. Ja, und dann vielleicht noch die
transparente, damit man auch die sozusagen einmal in Action gesehen hat. Ja, wie gesagt, auch hier dieses Blinken, ja, diesen Einzelblitz oder Einzelblinken. Mein persönlicher Geschmack oder Favorit ist das nicht, aber sie ist doch sehr hell und durchaus auch ab, hebt sich auch durchaus von anderen Leuchten dadurch ab. Und dann hier natürlich ganz normal wieder den Doppelblitz, den wir auch auf allen anderen Leuchten dementsprechend haben. Ja, wie gesagt, das war unsere Flexi-Serie oder Flexi-LED-Serie in der S, also einstöckigen, oder in der D-doppelstöckigen Ausführung. Ich hoffe, dass Ihnen das Video dieses Mal auch wieder gefallen hat und freue mich bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Spezifikationen etc. bitte unsere Internetseite unter www.911services.net entnehmen. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Servus.